Modul 1 ist das SAT-Team. In dem SAT-Team bestimmt der Mitarbeiter seine Arbeitstage, seine Arbeitszeit und wir setzen den Mitarbeiter entsprechend seiner Qualifikation innerhalb der Pflegebereiche ein. Das Modul 2 ist die Dienstplanbörse. In der Dienstplanbörse stellen die Stationen ihre offenen, ihre vakanten Dienste ein und der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, aus dieser Dienstplanbörse Dienste auszuwählen. Das Modul 3 bezieht sich auf die Mitarbeiter, die bereits bei uns in der Klinik tätig sind. Auch dort können die Mitarbeiter ihre Dienstzeiten an den freien Tagen selbst bestimmen. Sie legen ihren Arbeitstag fest, sie legen ihre Arbeitszeit fest und wir als Klinik setzen die Mitarbeiter in den Bereichen ein, wo entsprechend Arbeitsspitzen bestehen oder gerade kurzfristige Personalausfälle. Das Modul 4 ist das finanziell attraktivste Modell, das ist das Rufdienstmodell. Der Mitarbeiter bietet uns an einem freien Tag von morgens um 7 bis nächsten Morgen um 7 seine Arbeitskraft an. Und wir können diese Arbeitskraft bis zu 10 Stunden in Anspruch nehmen und der Mitarbeiter wird dann in den somatischen Bereichen eingesetzt.